Melissa Naschenweng ist längst nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Nun hat das Warten für ihre heimischen Fans ein Ende, denn die Bergbauernwurm-Tour startet endlich in Österreich. Daher freue ich mich heute umso mehr, Melissa bei mir als Studiogast in einer etwas anderen Location begrüßen zu dürfen. Hallo Melissa. Christi, freut mich, dass du da bist. Willkommen im Backstage-Set. Danke, das ist ja gerade angesprochen. Wir stehen bei dir im Quick-Change-Zelt. Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht bei deinen Konzerten in Deutschland. Wie oft bist du jetzt für Österreich? Ja, ich freue mich jetzt riesig drauf. Also ich muss schon sagen, als österreichischer Act spielt man halt natürlich wahnsinnig gerne in Österreich. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht wie oft, in Deutschland gespielt, wo dann die Leute gefragt haben, wie oft wart ihr schon einmal bei einem Bergbauernkonzert, haben wirklich ganz wenige aufgezeigt. Also es war die Mehrheit, die zum ersten Mal da war. Jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt in Österreich wird, wenn ich dann frage, wer war schon einmal dabei. Ich hoffe natürlich, dass dann alle aufzeigen. Und ja, das ist da mein heimeliges Zelt, wo ich glaube, mich 6-mal umziehe und das innerhalb von einer Minute. Also das ist ziemlich spannend da herinnen. Du hast ja nicht nur viele verschiedene Outfits auf deiner Bühne und stehst nicht nur mit dem Mikro draußen, sondern auch mit einem besonderen Musikinstrument. Wieso hast du dich für die Harmonika entschieden? Ja, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, habe ich mir gedacht, ich möchte Harmonika lernen, weil mein Opa auf einer Hütte die Harmonika gespielt hat und mein Papa hat sein Trio gegründet. Und dann habe ich einfach gesehen, dass man mit einem Instrument allein Menschen verzaubern kann und Menschen glücklich machen kann. Und das wollte ich eigentlich immer. Ich mag lustige Leute, ich mag glückliche Menschen. Und wenn man das mit einem Instrument machen kann, dann habe ich gesagt, Papa, schnall mal die Harmonika um, und dann habe ich mit 6 Jahren angefangen zu lernen. Viele deiner Fans lauschen ja nicht nur deiner Musik, sondern singen auch lautstark mit. Woher nimmst du die Ideen für deine Texte? Ja, ich stehe auf Bergbauernbuben zum Beispiel oder Traktorführerschein. Also da, wo ich wohne, auf 1100 Meter, da gibt es Bergbauernbuben, da braucht man einen Traktorführerschein. Das nimmt mir eigentlich alles von daheim aus, weil ich sage, ich stehe auf der Bühne und sage immer, ich bin eine von euch, ich bin ein Bergbauernmadel, das in verschiedene Rollen dann schon auf der Bühne schlüpft, aber daheim einfach ganz ein normaler Mensch ist. Und von dem her, ich bin sehr verwurzelt, ich bin an meine Heimat gebunden, mich verbindet mit Oma und Opa wahnsinnig viel und das alles macht es aus. Und ich habe auch am Album Alpenbarbie genauso gearbeitet, dass ich eben die Ideen von daheim nehme, die Ideen, die teilweise auf Tour passieren, und eben auch die Verbindung zwischen Himmel und Erde mit meiner Oma und mit meinem Opa haben mich geprägt für das nächste Album. Du hast es gerade angesprochen, ein neues Album steht an. Was kannst du uns zur Alpenbarbie schon verraten? Ja, die Alpenbarbie, es gibt ja jetzt den 3. Vorbote, Wenn ich den Teufel brauche, geschrieben von der Maite Kelly. Das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, wo ich gehört habe, sie schreibt für das Album Alpenbarbie, und ich bin dann zu ihr geflogen nach Hause und wir haben das in ihrer Küche mit ihrem Team geschrieben. Wie der Gott vorher schon gesagt habe, Oma und Opa, die haben mich immer geprägt. Es gibt auch einen Song für die beiden da drauf und ansonsten Richtung Legenden, aber auch Richtung, ich stehe auf Bergbauernbuben. Also man soll ja nie vergessen, woher man kommt. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr coole Mischung geworden ist und für mich persönlich auch besonders, dass ich bei 9 Titeln mitgeschrieben habe. Also das habe ich ja vorher, die Zeit habe ich auch nicht gehabt. Aber ich habe tolle Songwriter jetzt, die mich dann auch mit ins Studio nehmen und wo wir dann gemeinsam düfteln. Und jetzt bin ich gespannt, wenn die Naschenmengen bei den Naschenmengen Songs mitschreibt, ob sie dann genauso gut noch sein. Wann kommt dein Album raus? Am 10. Jänner. Das ist ja auch schon angesprochen, Alpenbarbie und deine Verbindungen dazu. Viele Menschen verbinden mit Barbie natürlich so ein kleines, zierliches Püppchen. Das bist du ja bei Weitem nicht. Warum hast du dich für den Namen entschieden? Nein, ich glaube, es war erst vor kurzem der Film Barbie, der beweist, dass Barbie eine selbstbewusste Frau ist. Ich finde, in jeder Frau steckt ein bisschen Barbie. Man kann alles sein, was man will, und Barbie steht einfach auch für Freiheit und eben durch diesen Film auch inspiriert. Wobei ich sagen muss, die Idee Alpenbarbie schon vor dem Film kommen, weil ich einmal eine Schlagzeile aufgerissen habe, wieder mal eine, vor Jahren, wo das Wort Alpenbarbie mit mir in Verbindung gebracht worden ist, und ich habe mir gedacht, wie cool ist das eigentlich? Also wie gesagt, Barbie jetzt in der Hinsicht von diesem Jahr, wo wir jetzt sind, mit den Alpen, quasi, dass man einfach nicht vergisst, woher man kommt und das Verwurzelte nicht vergisst. Und ich glaube, dass der Name mich perfekt beschreibt. Pink liebe ich ja über alles. Von dem her kann jetzt keiner mehr sagen, wenn ich mit einem pinken Bikini auf dem Feld stehe, das ist jetzt kein Bergbauermadel, ja, das ist die Alpenbarbie, die kann sich das erlauben. Du polarisierst natürlich als beliebte Musikerin sehr. Wie oft denkst du über deine Statements nach, bevor du sie abgibst? Ja, leider gar nicht, weil ich irgendwie so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Natürlich wird man ein bisschen vorsichtiger, sage ich jetzt einmal, aber es ist wurscht, wie vorsichtig ich bin. Irgendwo ist immer eine Schlagzeile drinnen und ich freue mich einfach,
mittlerweile, dass sie über mich reden, weil ich sage immer so, wenn man im Gespräch ist, ist man interessant und wenn sie nicht mehr darüber reden, dann ist man einfach niedergefahren und langweilig. Von dem her, danke für alle Berichte. Du redest ja auch offen und ehrlich über die Schattenseiten. Warum ist dir das wichtig? Naja, weil keiner glauben soll, das ist jetzt, was ich was für Scheinwelt. Also im Leben geht es auch viel, es geht obi. Das Leben ist nicht immer schön, hat die Oma gesagt. Also es soll schön sein, aber von einfach war einfach nie die Rede. Und mir geht es ganz gleich, mir geht es auch nicht immer gut. Und auch das alles hat eine Schattenseite. Aber ich sage einmal so, was ich dann erlebe, wenn ich auf die Bühne gehe, wo einfach nur fröhliche, liebe Menschen draußen stehen, ein Kind das, oder Kinder, die unten stehen, was gibt es Ehrlicheres? Das ist so ein großes Kompliment, wo ich über das ganze hintenrum, das ganze Haifischbecken, was es wirklich ist, drüber hinwegschaue, weil ich mir einfach denke, für das mache ich das. Ich mache es für die Leute, ich mag Menschen und das kann mir keiner angreifen. Und für das, glaube ich, bin ich auch geboren, dass ich einfach anderen eine Freude mache. Und denen, was es nicht gefällt, ja, die können ja gern was anderes hören. Was man aber definitiv immer gerne hört, sind Komplimente. Daher abschließend meine Frage noch. Was ist bis dato das schönste, netteste Kompliment gewesen, das du selbst bekommen hast? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich wirklich nach Konzerten, wenn ich bei den Autogrammen draußen stehe, so viele nette Worte kriege. Natürlich berühren mich halt die Kinder jetzt einfach auch so sehr, weil wenn da also ein kleines Kind vor mir steht und das letzte Mal hat mich eine gefragt, wenn ich dann mal groß bin, kannst du bitte meine Firmenpatin werden? Das war schon irgendwie so, also eine Firmenpatin habe ich vorher auch meine Lieblingstante gewählt. Von dem her, es gibt zu viele schöne andere Komplimente, auch von Frauen. Also ich sage, wenn eine Frau einer Frau ein Kompliment macht, dann sage ich immer so, danke, weil die meint das dann wirklich ja zu 100% ernst. Da gibt es schon echt viele, also, aber ich muss jetzt genau mal aufpassen, gute Frage, vielleicht kann ich da das nächste Mal dann sagen, falls was heraussticht. Melissa, behalte auf jeden Fall all die guten Komplimente in Erinnerung. Vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Spaß auf deinen bevorstehenden Auftritten. Dankeschön. Danke dir fürs Kommen. Dankeschön. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wann haben Sie das letzte Mal jemandem ein Kompliment gemacht? Gute Frage. Na dann am besten gleich loslegen damit. Davor aber auch noch an Sie ein herzliches Danke, dass Sie auch heute wieder bis zum Schluss mit dabei waren. Bis demnächst.